Wir danken, dass er die Frage nicht innerhalb von 60 Sekunden beantworten kann. In Deutschland hat man kürzlich die Frauenquote angenommen. Was halten Sie davon? Ganz, ganz schwierige Frage. Ich denke, dass das, was jetzt der Bundesrat auch gemacht hat, dass man sagt, die Firmen, das Ziel ist die 30% in 5 Jahren, glaube ich. Und die Firmen müssen nachher einfach einmal erklären, warum erreichen sie das eigentlich nicht. Es gibt noch keine Sanktionen, es gibt noch keinen Zwang. Das finde ich eigentlich noch einen relativ pragmatischen Weg, das umzusetzen. So viel starre Quote, dass man jetzt sagt, dann und dann muss 30% haben, das finde ich so ein bisschen problematisch, weil dann müssen gerade hunderte Frauen irgendwie irgendwie anzaubern und das, glaube ich, geht auch nicht. Und das ist vielleicht auch für die Frauen gar nicht so vorteilhaft, wenn man dann einfach eine Frau wählt, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt die Quote erreichen. Aber so wie es der Bundesrat jetzt vorhat, wie es Frau Sommaruga eigentlich plant, das finde ich eigentlich noch okay. Also ein Kompliment an Herrn Lipp, er hat sich wirklich gut geschlagen mit unseren Fragen. Obwohl er bei unserer Frage schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen ist, hat er uns gut eine Antwort geben. Aber was findest du jetzt? Als Frau muss dich das interessieren. Also ich wäre gegen die Frauenquote, okay. Weil ich würde es auch nicht gut finden, wenn ich dann eben so eine Quotenfrau wäre. Also ich würde schon selber schaffen. Selber schaffen. Ich bin eigentlich auch dagegen, weil wenn man dann so einen guten Job hat und dann ja, das heisst einfach, ja, nur weil du eine Frau bist, hast du eine Chance. Fragen wir noch schnell dich. Da haben wir alle. Das ist ja auch nicht so viel, die Frauenquote ist auch nicht so riesig da. Also ich bin auch der Meinung von Tatjana und Sarah, weil ich finde, man kann auch als Frau etwas erreichen. Gut, also ihr seid dreimal gegen Frauenquote.